Timo. Wie geht's? Setz dich mal gerade hin, Mann. Was willst du hier? Morgen ist doch Weihnachten. Besuchen. Ich wollte dich besuchen. Hast du Muttern gesagt, dass du kommst? Ich musste nicht alles mit dir besprechen. Dann warst du mal wieder zu feige. Hm? Komm, ist gut. Was ist denn gut? Was ist denn gut, hm? Ich hab dir was mitgebracht. Hab ich für dich gemacht. Was soll das sein? Ich dachte, kannst du vielleicht dir aufhängen oder aufstellen. Ist schön, oder? Verpiss dich und nimm dein Geschenk. Kannst du auch was machen, wenn willst. Möchtest du dich vielleicht ein bisschen an der Werkbank austoben? Hast du irgendein Problem? Das ist mir zu nah, Timo. Ich finde das unangenehm, ja? Peter wollte noch seine Sachen holen. Wollen wir uns kurz setzen? Komm mal. Setz dich dann. Peter hat im letzten Jahr schlimme Dinge erlebt. Seine Mitschüler haben ihn sehr gequält. Was habe ich damit zu tun? Er braucht ja einen Schutzort, wo er in Ruhe heilen kann. Was ist los? Sie wollen doch, dass ich sage, dass das meine Schuld war. Habe ich das gesagt, Timo? Nein, das denke ich nicht. Du hast Fett ja Angst gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Und du kannst dafür Verantwortung übernehmen oder du kannst es sein lassen.
kannst hier bleiben. Ich tue dir nichts. Timo, ich möchte, dass du das nicht als Bestrafung oder Niederlage ansiehst. Und wollen Sie es auch? Nein. Ich möchte dich viel lieber hier behalten. Aber ich habe unterschätzt, wie schwierig die Bedingungen hier für dich sind. Vielleicht haben wir da drüben ja wirklich ein bisschen mehr Ruhe. Die Kollegen sind da, um Timo abzuholen. Ich brauche ja noch einen Augenblick, ja? Soll ich dich hinbringen? Timo, siehst du, wie du hier in der Gruppe geschätzt wirst? Und auch für mich?